Also wenn es einen Beweis gibt, dass Zocken spaßiger ist als Aufräumen, dann ist es mein Zimmer. Apropos Spaß und apropos Zocken. Ja, ja, Sef. Wir wissen, wie das läuft. Das wird jetzt wieder ein toller Übergang zu einem Game, was du uns vorstellen willst. Wo bist du? Hier oben. Dabei musst du es doch gar nicht mehr vorstellen. Wer das noch nicht kennt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Aber ich helfe trotzdem gerne. Dann kommen zu den 80 Millionen Downloads in den ersten 6 Monaten vielleicht noch ein paar dazu, die auf den Link in der Beschreibung klicken. Ihr müsst das jetzt machen, damit ich recht habe. Ja, aber erzähl jetzt nicht wieder, dass es ein ultrataktisches Space-RPG ist mit gewissen Vorzügen. Die Wiggle-Effekte. Wo du plattformübergreifend, egal ob PC oder Mobile, mit dem gleichen Spielstand spielen kannst. Ja, doch, weil jetzt auch noch die PlayStation 5 dazu kommt. Stimmt. Oh, da kommt mein Zug. Sorry, ich muss los. Der nimmt mich mit ins neue Update 1.5, wo uns neue Maps und Charaktere erwarten. Vom 15. November bis 5. Dezember kommt Huo-Huo ins Spiel. Huo-Huo! Sorry. Ein 5-Sterne-Charakter, der leicht zu verängstigen, aber durch ihren Schwanz unverwechselbar ist. Da habt ihr bestimmt viel gemeinsam. Und vom 6. bis 25. Dezember könnt ihr Argenti spielen. Seine Attacken sind so bezaubernd wie seine Gestalt. Ich sag euch, es ist die Haarfarbe. Downloadet einen der beliebtesten Anime-RPGs weltweit mit dem Link in der Beschreibung. Und mit diesem Code schenke ich euch nochmal 50 Stellariade. Wow. Die Leute haben sich schon oft gefragt, warum Slenderman eigentlich so dünn ist. Na, da weil ich ihn schon vor über 5 Jahren erfolgreich auf Diät gesetzt habe. Der Mann hatte mir einfach zu viel Appetit. Doch der Hunger nach mehr ist offensichtlich zurück. Das haben sich auch die Entwickler gedacht und dem ganzen Game ein Remake verpasst. Es sieht nicht nur viel, viel besser aus. Das ist schön. Das ist wunderschön. Sondern es gibt auch noch brandneue Kapitel, die wir noch nicht kennen. Ein ganz herzliches Willkommen zurück, darf ich euch heißen, zu Slender The Arrival. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sag. Der Gute ja mittlerweile auch schon recht betagt. Du bist alt. Und wenn du ihn so in der Ferne erblickst, weißt du gar nicht mehr, siehst du aus dem Rücken rauskommen da jetzt einen von seinen vielen Armen oder sind's doch die grauen Haare? Darf er gerne mit seinem Friseur des Vertrauens klären. Wenn er Stress macht, schneide ich ihm allerdings auch sehr gerne Sachen ab. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. So oft lassen wir uns von unserer den Text zu schnell einblenden lassen und das ist nicht gut. Ein Band, das unverhandelbare Faden. Und sobald du alleine bist, wird er diesen verhexenden Blick aufsetzen. Wie weit wird er dich bringen? Mitten in den Wald an einem lauen Herbsttag und wow! Wow! Das sieht gut aus, Alter! Land zu verkaufen, bitte kontaktiere Kate. Boah. Na dann, auf in die Pilze, Alter! Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, so lange ist das her, wie das Spiel früher aussah. Ich sag einfach mal, das ist viel, viel besser, weil es ist fantastisch. Du bist der Schönste. Zieht's euch mal rein. Und noch ist hellichter Tag, das heißt, ich habe noch ein großes Maul. Aber nachts wird das vielleicht anders aussehen, je nachdem, was sie hier draus gemacht haben. Ich habe dieses Game als nicht besonders schwierig in Erinnerung. Deswegen war ich auch so freudig, hier zurückzukehren, Alter. Ich bin wie seine Krawatte. Mich hat er jetzt am Hals. So, wollen wir doch mal schauen. Ich höre Fußschritte. Entweder das sind meine eigenen oder ich habe wirklich 3 Beine. Da fallen mir jetzt circa 27,5 Witze ein, die ich nicht bringen kann, sonst ist das Video demonetarisiert. Aber stellt euch einfach vor. Oh. Mann, hätten die mir nur doch gesagt, dass man hier mit dem Auto langfahren kann. Mein komischer Offroad VW da oben, der hätte es vielleicht auch gerade so weit geschafft. Gut. Hätte ich mir die ersten 500 Meter der Wanderroute vielleicht sparen können. Aber gut, meine Beine haben in diesem Spiel noch einiges zu tun. Das wisst ihr besser als ich. Kate, kennst du mich noch? Weil ich dich nicht mehr. Ich habe alles von dem Spiel vergessen. Es tut mir leid. Oh. Ah. Junge, wir hatten hier den Blaufilter aktiviert. Hallo? Einsammeln. Charlie Matheson Jr. Wenn du dieses Kind gesehen hast, kontaktiere bitte diese Nummer. Gegenstand wurde dein Erinnerungsalbum hinzugefügt. Ey, ich habe das Spiel gespielt, da war das noch nicht mal auf Steam. Bevor ich da rein spaziere, gucke ich erstmal, was mich da erwartet. Tohuwabohu. Und Glow in the Dark
blitzende Zeitungsartikel oder weitere vermissten Plakate. Naja, ich bin mittlerweile ein wenig gewachsen. Ich bin jetzt aus Slendermans Beuteschema raus. Der wird mich nie mehr wegfressen. Das hat Spaß gemacht. Ich sollte zu Kate gehen. Kate. Diese Tür benötigt einen Schlüssel. Was dir denkst du zu tun? Vielleicht benötigt ausnahmsweise die Vordertür mal keinen Schlüssel. Achso, die stand ja offen. Stimmt. War eine doofe Frage. Kate? Bist du zufälligerweise 3 Meter groß? Hast einen weißen Socke über dem Kopf und einen Anzug an? Ich frag nur. Oh mein Gott. Hey Kate, es ist eine Weile her, dass wir geredet haben, nicht wahr? Hoffe, du hast mich nicht vergessen. Ich weiß, es ist ein wenig altbacken, einen Brief zu schreiben, aber hin und wieder genieße ich es, mich hinzusetzen und etwas zu schreiben. Weißt du, zwar kann ich mich nicht daran erinnern, was ich zu dem Zeitpunkt tat, aber all diese... Mensch, komm zum Punkt! All diese Dinge, die wir damals als Kinder anstellten, fielen mir vor einigen Tagen plötzlich wieder ein. Weißt du noch, als ich nachts herüberschlich, damit wir gemeinsam rausgehen und ein neues Abenteuer erleben konnten? Wir haben es Geisterjagd genannt. Wir haben mit den Taschenlampen die Bäume ausgeleuchtet und haben uns bei jedem kleinen, unbedeutenden Geräusch erschreckt. Hab ich diesen Brief geschrieben? Unsere Fantasie hat immer auf Hochtouren gearbeitet. Ich wünschte, ich könnte die Zeit auf damals zurückdrehen. Es scheint, als wäre danach nichts mehr so toll gewesen wie damals. Für uns beide. Der braucht eine Frau, Alter. Der braucht so eine Dame, die sich um ihn kümmert. Ey, Bro, wenn es nicht klappt für dich, nehme ich mit ins Gym. Ist kein Jammer. Entschuldige, ignoriere all das. Ich schweife zu sehr ab. Naja, lass bald mal von dir hören. Ich weiß, dass die Dinge für dich zurzeit alles andere als normal sind. Also wollte ich mich mal nach dir erkundigen. CR. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, warum sie sich nicht mehr bei dir meldet. Alter, die Sounds. Nee, lass mal noch zu, Alter. Da hat irgendwas ganz viel Hunger da drin. Dankeschön. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du den Weg auf dich genommen hast, um mir zu helfen. Alter, deutsche Übersetzung. Ja, das ist doch Kracher. Es war ziemlich schwierig für mich, diesen Ort zu verkaufen und ich wünschte, ich hätte mich schon früher an dich gewandt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich sein werde, wenn das hier vorbei ist. In ewiger Liebe, Kate. So, sorry, ich musste mal dein Utensil klauen. Telefonleitung scheint tot zu sein. Blöd. Ey, aber die Früchte sind noch fresh, Alter. Wie mein Teint. Ich höre Fliegen. Irgendwer vergammelt in der Küche. Kate! Ist dein Kopf da drinne? Alter, die Sounds! Oh mein Gott! Wurde einfach ein massiv... Dieser Hallregler wurde einfach komplett aufgedreht, ey. 0 new messages. 1 old message. Hey Kate, CR again. I hope everything... Wer stellt sie mit CR vor? Good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. Also, Kate hat dieses massive Stück Land inklusive des Hauses. Will das verkaufen, weil... Warum denn? Ist doch gemütlich. Dankeschön. Hier war ich noch nicht drin, right? An diese Tapete, an die könnte ich mich erinnern. Okay. Aber hier hat man auch noch nie etwas von einem Schlüssel gehört. Zu meinem Entsetzen. Hier geht's wieder hinaus in den Flur? Oder wieder? Ich weiß gar nicht. Das Layout von dem Haus ist mir irgendwie schleierhaft. Okay, hier geht's nach draußen. Ich werde mal noch kurz hier drinnen bleiben und mich umschauen. Vielleicht finde ich ja tatsächlich noch was. Ach nee, halt's mal. Oh mein Gott, das hat mich erschrocken. Danke für den Anruf gestern Nacht. Es mag Glück klingen, aber es war gut, wieder deine Stimme zu hören. Ich glaube, das ist Kate. Nee, das ist wieder CR. Also Kate hat ihn zurückgerufen. Schön zu hören, dass es auch Lauren sehr gut geht, aber... Nun ja, worüber wir gesprochen haben, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wie wahrscheinlich ist es, dass 2 Personen eine identische Halluzination haben? Kann das Zufall sein? Ich muss heute zu meinem Arzt für einige Routineuntersuchungen. Dort werde ich versuchen, beiläufig das Thema anzuschneiden, um zu sehen, was er davon hält. Ich lasse dich wissen, wie es lief. CR. Oh... Oh mein Gott. Selbst wenn du keinen Durchfall hast,
Willst du hier Durchfall haben, damit es schneller geht? Was für ein ungemütliches Bad. Ugh. Weiß ich nicht, also das ist schon ein Verkaufsgrund, also to be honest. Okay, ich gehe hier mal nachschauen. Bislang kein Schlüssel, den ich bemerkt hatte. Und ins Auto komme ich auch nicht. Wait. Ich hätte durch die Garage einfach reingekonnt? Sind Jumpscares in diesem Flur eingebaut? Ich frage nicht für einen Freund. Oh. Die Galerie. Das Hobbyzimmer. Sehr cool, wenn man Platz genug für sowas hat. Dort drüben habe ich mich nämlich gefragt, was man mit diesem ganzen Space eigentlich will, Alter. So mal ernsthaft. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Badewanne, die ich sehe oder so. Alright. Slendy, bist du da drin? Zum Glück geht das Ding nicht auf. Oh, ein Key. Der ist für den Raum dort unten. Ja, dann wissen wir doch schon mal, wo wir weiter gucken können, nicht wahr? Oh! Hohoho. Wir können drei Leute dieselbe Halluzination haben. Hm, komisch. Ich sollte... vielleicht auch mal diesen Arztbesuch erwähnen. Diesen Arztbesuch erwägen. Ich, schicke ihn vorbei, wenn ich mit ihm fertig bin, okay? Also, dem Arzt, meine ich. Wow. Hier hatte jemand sehr viel Zeit. Leuchtfeuer? Wie jetzt Leuchtfeuer? Achso, das steht auf dem Zettel. Übersetzt es mir das? Hä? Wieso übersetzt es mir genau das Ding? Was? Kannst du es sehen? Ach, das Leuchtfeuer. Ach, da oben. Aus dieser Richtung kamen die Schreie. Aber ich werde doch wohl nicht dahin müssen. Nein, 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 nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ich bin schon unterwegs. Hi. Darf ich mit dir interagieren? Schreibt euch diesen Anmachspruch auf. Oh. Aber wieso? Ich habe doch eine äußerst gut funktionierende Taschenlampe. Und wozu habe ich jetzt nochmal diesen Schlüssel aufgehoben? Okay. Ich habe jetzt hier die Lampen aktiviert. Hallo? Ich schicke ihm eine Morse-Nachricht. Oh, verdammt. Ich wollte im Spiel mal wieder FNAF morsen, aber... ich glaube, der hat meinen Plan durchschaut. Hört ihr ihn? Ach du Scheiße. Schlüpper, Jeremy, was geht? Oh, der braucht aber auch mal eine Butterschnitte. Ey! Entschuldigung. Ein ganz schön aufbrausendes Gemüt, Alter. Okay. Sollte ich den jetzt hier finden? Einsammeln? Was soll das sein? Was stimmt nicht mit diesem Ort? Warum ist uns das passiert? Nirgends antworten, egal wo ich schaue. Habe ich den Verstand verloren? Diese Dinge, die ich in der Nacht sehe. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Du musst einfach mal ins Bett gehen, dann siehst du auch keine Dinge nachts. Seit Charlie verschwand und Diane gegangen ist. Ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ich höre nicht auf zu schauen. Ich höre ihn noch manchmal sein niedliches kleines Lachen. Aber erst seit 9 Jahren fort. Warum muss jeder Tag so sehr schmerzen? Charles. Ist Charles das C von CR? Ich meine, hier sind immerhin noch Vermisstenplakate, ne? Oh mein Gott! Holy shit, was war das? Excuse me? Ey, Spiel, hör auf damit. Ey, come on. Du kannst mir da Geister, Monster und Mutanten hinstellen, aber das ist gruselig. Mach nicht diesen, Alter. Mach nicht diesen. Einsammeln? Das nehme ich mit? Okay.
Ich bin Kunstsammler. Oh, wow. Aber wieso? Was wird denn hier gebaut? Gehört das alles noch zu Kates Grundstück? Das sieht aber nicht aus wie ein Haus. Bin sehr gespannt. Hier muss doch irgendwo noch ein Generator sein. Da. Ich muss das mal erleuchten. Moment. Ich krieg das schon hin. Ist eigentlich ziemlich egal, ob sie dem Spiel was hinzugefügt haben. Weil ich hätte mich eh nicht erinnern können. Grüß dich! Der ist ein Puffer, Leute. Der pufft. Ich gucke ihn an und er verschwindet. Klassischer Slendy. Er hat es auch nicht gelernt, dass das nicht unbedingt effektiver wird über die Jahre. Ich würde mir wünschen, sie würden ihn so programmieren, dass er so ein Free-Hugs-Schild um hat oder so. Oh. Was stand da? Zutritt verboten. Zutritt nur für Personal. Ach, weißt du, ich bin flexibel, was die Arbeitswelt angeht. Find me, Lauren. Diggi, ich bin dabei. Ich tue mein Bestes. Aber das Grundstück ist sehr groß. Er kam, um mich zu holen. Warum habe ich nicht gehört? Er hatte recht, als er sagte, dass das passieren würde. Hilf mir. Brauche CR. Er weiß, wie man das beendet. Komm und finde mich. Lass ihn nicht rein. Oh, oh. Ach so, das war erst das Intro. LOL. Es gibt einiges zu tun, würde ich sagen. Sie trinken am liebsten zweimal am Tag. Wer ist denn hier? Ist das da drinne? Ich höre dich da knuspern. Hast du eine Tüte Fanny Frisch und gibst mir nichts ab? Das ist nicht lustig. Hier cruncht irgendwer, Alter. Ich hab vielleicht auch noch Hunger? Ich bin schon eine Weile unterwegs. Oh, dahin will ich. Da sieht's cool aus. Hat niemals jemand gesagt. Oh, kann ich das auch mitnehmen? Es wäre fantastisch. Oh, ist nur ein kleiner Zettel. Oh, eins. Das war eine Seite. Oh, wow. Kein Alkohol, da höre ich auf zu lesen. Kann ich nicht respektieren. Spaß. Oh, lol, hier ist noch ein Haus. Wait. Ich sehe viele interessante Sachen. Hallo, Slenderman. Dicky zu Hause? Darf ich Ihren Waldfrieden stören? Weil das kann ich am besten. Oh, Jumpscare auf der Toilette. Schade. Was soll das hier sein? Ach, hier bestimmt irgendwie für den Park oder irgendein Verleih von irgendwas. Ey, du kannst mich nicht mehr beeindrucken hier mit deinen Fußschritt.mp3, Alter. Ich weiß schon, das ist alles fake. Da ist überhaupt ja keiner. Ja, hier geht's runter. Hier geht's hoch. Wo lang? Verdammt, hätte ich mal doch irgendein GPS-fähiges Gerät mit dir noch. Okay. Fragt nicht, wie dieser Wagen hergekommen ist. Es wird uns immer eine Antwort schuldig bleiben. Oh. Soll ich jetzt hier die Seiten sammeln? Diggi, ich weiß gar nicht, wie das war. Ach du Scheiße. Oh Gott! Muss ich jetzt Angst haben? Ich wusste gar nicht, auf was ich mich hier einlasse. Ich dachte, das Spiel war irgendwie ein bisschen anders aufgebaut als das originale Slender. Also ich weiß, es hatte eine Story und alles und so, aber... Hä? Okay, ich renne weiter. Oh Gott. Hier ist bestimmt noch eine andere Page. Moment. Hier am Zelt? Oh. Tatsache. 4 von 8. Oh mein Gott! Normalerweise wäre ich jetzt schon tot. Wenn es das Hauptspiel wäre, das Original, Slender the 8 Pages. Ich wäre sowas von dead.
renne einfach weiter, Alter. Ich ignoriere jede Gefahr. Da hinten ist doch ein Schild, was ich mitnehmen kann. Da ist Slenderman. Ich habe ihn nicht gesehen. Wenn ich ihn nicht angucke, existiert er nicht. Wenn ich ihn nicht angucke, betrachtet er mich nicht als Nahrung. Oh, kann ich da hoch? Ach du Sche... Wo denn? Ey, dieses... Oh mein Gott! Diese Soundlokalisierung ist ganz strange in diesem Spiel. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Gehen wir irgendwie so ein bisschen drumherum? Ich hoffe nur, ich habe alle in diesem Gebiet schon mitgenommen. Hier ist auch noch irgendwas. Oh mein Gott! Huch! Ich hätte ihn fast getunnelt. Ah, jetzt bin ich hier wieder in dem dummen Haus. Warte mal. Alter, der Felsenbezwinger, Junge. Oh. Hier ist noch eine Seite in dem Haus. Oh mein Gott. Was habe ich denn dann verpasst? Warte, ich muss mich ein bisschen besser umschauen. Hilfe? Wait. Ich kann kontrollieren, ich kann mich... Aber... Bin ich gestorben? Ich war ihm wahrscheinlich zu nah. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, der spawnt irgendwie so ein bisschen permanent vor mir. Wo bin ich denn jetzt? Hä, das kenne ich hier gar nicht. Hä? Wo hat er mich denn rausgesetzt jetzt? Also das war schon ganz schön creepy, muss ich sagen. Oh. 5. Ich habe es meinem Arzt heute wieder erzählt, dass ich bei ihm war. Er möchte wirklich, dass du bei Gelegenheit mal vorbeikommst, mit ihm ein bisschen redest. Wird gut sein. Er meinte auch, dass die Konfrontation mit diesen traumatischen Ereignissen förderlich sein könnte. Keine Sorge, ich habe ihm nichts Genaues über das Geschehen erzählt. Ich glaube wirklich, wir sollten schon bald zurück in den Park hinter Mamas Haus gehen. Oh, gute Idee. Dort draußen zu sein und zu sehen, dass dort nichts ist, wird uns sicherlich helfen, dieses blöde Problem, unter dem wir beide leiden, loszuwerden. Oh, hier dran kann ich mich erinnern. Oder wie so eine Art... Ja. Mine oder Staudamm oder whatever. Verrückt. Derzeitiges Ziel, suche die Gegend ab. Ach du liebes bisschen. Muss ich hier auch Seiten sammeln? Oh, an die Stelle kann ich mich erinnern. Aber das war noch nicht die schlimmste. Im originalen Slender The Arrival gab es da ein... Da musste man irgendwie... Excuse me? So ein Brunnen runter oder so. Und das war super gruselig. Im Falle eines Stromausfalls müssen die Minen mithilfe Notaufzüge so schnell wie möglich verlassen. Alle Notfallgeneratoren im Erdgeschoss der Anlage aktivieren. Hat das jetzt eigentlich irgendwas gemacht, dass ich das mit den 8 Seiten nicht geschafft habe? Ich weiß es nicht. Local Park sells land to Kerman. Also die haben den Rest hier aufgekauft, oder was? Notfallgeneratoren anmachen. Ich schätze mal einfach, das ist meine Aufgabe. Die muss ich finden. Oh. Die Richtung, ja. Und was uns da erwartet, meine lieben Freunde, das könnt ihr euch sehr gerne in der nächsten Folge angucken, wenn ihr dann Bock drauf habt. Ich würde mich freuen, euch da wiederzusehen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Also hätte ich gesagt, würde ich mich nicht offensichtlich dazu entschieden haben, ja augenscheinlich weiterzumachen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Daumen nach oben da gelassen. Der erste Teil des Videos wurde von meinem Cutter geschnitten. Lasst mal ein bisschen Liebe da im Kommentarbereich. Der zweite Teil wird von mir nicht geschnitten, weil ich einfach ein fauler Sack bin. Enjoy. So, wir ziehen das jetzt durch, würde ich sagen. Und ich schätze, wir haben keine Wahl. Ich frag mich, wo es lang geht. Was muss man eigentlich machen? Ich glaube, irgendwelche Notstromgeneratoren zu finden. Entschuldigen Sie, Mr. Notstromgenerator. Haben Sie Notstromgeneratoren? Irgendwo rumstehen sehen. Ich such nämlich welche. Ne, habe ich mir gedacht. Oh, ich... Wo kommt's her? Wo bringt's mich um?
Wie viele? Oh, what? Och, nee. Ist ja wie in Dead by Daylight hier. Okay, alles klar. Drück den Knopf. Das funktioniert nicht so schnell. Ich kann das gar nicht so fix sagen, Alter. Slenderman. Wo bist du? Slendy ging in den Laden. Wollt was auf die Mütze haben. Auf die Mütze gab es nicht. Warum eigentlich nicht? Slendy ärgert sich. Slendy ärgert sich. Denn sein Onkel hatte Gicht. Oder so. Slendy. Altes Haus. Siehst immer so finster aus. Spaß, hast gar kein Gesicht. Ha! Slendy, kleiner Schelm. Kommst du hierher, brennt mir der Helm. Slendy, böser Wicht. Ich hoffe, sehen tut er mich nicht. Oh, warte mal. Das war der andere. Ist das hier Jack the Ripper, Jack the Dings, Jack the Bums? Okay, der ist gestunt. Taschenlampen jagen ihm Angst ein. Verstehe. Alles klar. Falls ihr Tipps braucht gegen Monster, Geister und Mutanten in euren lokalen Mine, sagt mir einfach Bescheid. Ich kümmere mich drum. Kommt der? LOL! Ist er jetzt die ganze Zeit hinter mir her? Boah, wie anstrengend. What? Knusperknäuschen, Alter. Wo ist er? Kommt er noch? Oh, da. Hallo? Mir geht's immer noch gut. Ich will immer noch verfolgt werden. Ich sehne mich nach Action. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich sehne mich nach Ruhe und Entspannung. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang gehen soll, Alter. Halt da stehen. Kommst du dir nicht irgendwie ein bisschen dumm vor? Der Typ, Alter. Ich fass es nicht. Warte mal. Das mit meiner Ausdauer ist gerade nicht ganz so geil. Es nervt ein bisschen. Okay, eins noch. Hier rum? Oh, lol, wo geht's hier lang? Ey, ich muss da noch durch. Das ist gar nicht so geil. Bin ich jetzt hier gerade wieder am Anfang gelandet? Das ist ein dummes Gameplay. Ich fass es nicht. Das kann noch so schick aussehen. Das ist einfach nur dämlich. Komm schon, Buddy. Ich gehe mit dem Gassi, Alter. Das weiß der noch gar nicht. So, wait. Hier links? Ich kann nicht mehr rennen. Das ist so anstrengend. Wie so eine dumme Katze. Oh, hier. Yes! Okay, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden zum... was auch immer, da, Fahrstuhl. Oh, hier bin ich sogar richtig geil. Warte. Oh, als ob ich nicht hier einfach irgendwo runterspringe. Dankeschön. Au, nein. Doch. Ey, jumpt der da mit runter? Warte, ich will's sehen. Ja. Ey, pass auf, der kennt Schleichwege. Der kommt gleich von irgendwo ganz hinten. Ist nicht mit Strom versorgt? Was, noch einen? Ach so, ich dachte, das war der letzte. Oh, shit. Wo ist er? Der kennt wirklich Schleichwege, lol. Oh! Nicht alle auf einmal, bitte. Oh, das war der letzte. Okay. Ich muss Ausdauer regenerieren und dann wegrennen. Ja. Alright. Jetzt können wir. Ist das anstrengend? Ich weiß es nicht.
Let's go! Bye! Wir sehen uns oben! Check the Vollidiot, Alter! Ich höre ihn immer noch schimpfen! cool! Okay, wow! Es blaut so blau! Oh. Aufgrund steigender Häuserpreise hoffen immer mehr Einwohner auf hohe Profite und bieten ihr Haus zum Verkauf an und ziehen näher an das Vorgebirge. Hä? Okay. Viel Spaß dabei. Was habe ich damit zu tun? Okay, zweite Etappe. Bitte nochmal. Nochmal 6 Generatoren, bitte. Ich dürste danach. Der Fahrstuhl fährt jetzt wieder runter. Jack kommt nach. Slender Jack, Alter. Wow. Oh nein, ich erinnere mich wieder. Oh, bald komme ich zu diesem komischen Farmhaus und da muss ich da in irgendeine Mine oder in einen Brunnen oder... Das war mega gruselig. Oh, das Beste kommt noch, ich fasse es nicht. Damn. Ja, es dauert schon hier noch ein bisschen. So kurz ist das Spiel nicht, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich glaube, das Original ging... Ja, lass es höchstens eine Stunde gewesen sein. Ich glaube, das hier ist gut doppelt so lang. Wobei ich mich... Wüsste ich? Mich nicht erinnern würde. Wie ewig ich wirklich gebraucht habe. Entschuldigung, habe ich vom Fliegenpilz genascht? Oh. Oh, das ist bestimmt eine zusätzliche Sequenz. Danke dir dafür. Aha. Da wohnen wir. Mom, kannst du bitte noch einen Job annehmen? Spaß. Ich liebe es hier, Alter. So viel Natur, Strand, nur für mich alleine, Alter. Der ganze See. Boah, ich will hier... Hier, stellt euch vor, The Forest sah ja so aus. Hier einfach eine Hütte bauen? Also von der Map her, nicht, dass Forest nicht geil aussieht. Oh, ich will da zum Boot! Oh, ich darf nichts Schönes haben, Mann! Heißt du, deine Schuld. Okay, Lunch in 5 Minuten. Wie kommen wir denn nach Hause? Wetten Mutter, ist sie fressen worden? Ehe ich da bin. Oh, sieht ja voll cool aus, das Ding. Was? Hierdurch? Auch nicht hierdurch? Wieso sollte ich jetzt wegrennen eigentlich? Oh. Was funkelt mich an? Wait. Oh, da! Oh, hi! Ah. Muss ich mein Spielzeug aufräumen? Da hinten ist noch was. Ich sehe es funkeln. Oh, ich sehe. Da habe ich bestimmt irgendwie was übersehen. Blim. Yeah, I'm coming. Hast du ein Megafon? Alter, was ist mit dir? Du bist gruselig. Die Stimmen in meinem Kopf, sie werden lauter. Wo? Blitz nochmal. Mach ich den Blink einmal? Wo? Hier irgendwo? Boah, ich bin blind, ich seh's nicht. Da. Ah ja. Ist ein bisschen weiter weg, als man denkt. Ist das eine Spielzeugeisenbahn so, wenn ich das vervollständige? Deine Mutter! Kein Bock auf... Fucking, was könnte es geben? Möhrensuppe. Das ist, weil du immer nur Möhrensuppe kochst. Ich gebe jetzt Reis aus. Ich gehe in die große Stadt. Mir Hotdogs einverleiben, bis ich platze. Oh, ich verirre mich im Wald. Verstehe. Von Charlie haben wir, glaube ich, Vermisstenplakate gesehen. Charlie! Charlie! Serviert mir einen Döner-Teller mit extra Pommes, dann komme ich auch wieder nach Hause. Charlie!
Charlie bit me. Charlie! Ouch, Charlie. Charlie! Scheiße, die suchen mich wirklich. Okay, ich finde kein weiteres Spielzeug. Ich höre Slendermans Drums, Alter. Der hat immer noch den gleichen Schlagzeuger. LL. Also ein normales Kind würde jetzt zu den... Oh, Alter, what war das? Alter, der Schrei ging durch Mark, Junge. Und zwar nicht Tomaten. Vor der tragischen Brandstiftung die örtliche Gemeinschaft erschüttert hat, berichten einige Anwohner Oak Heights, dass das mutmaßliche Opfer der Flammen sich zuvor seltsam verhielt. Oh. Slenderman! Zeigst du deswegen kein Gesicht? Weil es ein bisschen knusprig geworden ist? Du Schelm, du. Na komm, wir kriegen das wieder hin. Wir machen die Nivea-Creme einfach ein bisschen dicker. So, und dann erstellen wir den Instagram-Profil, stalken ein paar Girls, besorgen dir ein Date und dann wird alles wieder gut, ja? Du musst halt nicht immer Kinder fressen. Am Ende des Tages nützt dir das auch nichts. Die kommen dahinter. Die machen ein Hungerspiel über dich und so ein rothaariger Vollidiot macht sich über dich lustig. Willst du das? Willst du, dass das dein Schicksal ist, Lenny? Ich glaube nicht. Siehst du? Och nee. Muss ich jetzt wieder irgendwo hinab? Im Wald fand ich's schön. Darf ich da bitte sein? Was ist denn hier? Nee, ich will das nicht lesen. Katie, ich habe nachgeforscht, bin ein altes Grundstück gestorben, von langer Zeit Familie Matheson gehörte. Charles war bekannt, seine Frau Diane, seinen Sohn Charlie zum alten Siedlerhof mitzunehmen. Dort, oh nein, nicht der Hof. Familienpicknick. Ich hätte nicht erahnen können, was ich dort fand. Ich denke, Charlie könnte dort etwas gesehen haben. Etwas, das er nicht hätte sehen sollen. Dabei findest du eine Aufzeichnung meiner Funde, einige Dokumente, bla. CR. Gib mir das. Gib mir das. Interagieren. Ja, VHS. Hilfe, was geht hier ab? Das ist so komisch aufgebaut, das Spiel. Es ist immer noch so. Das war halt damals schon komplett random. Oh Mann. Oh no. Oh nein, das ist hier. The date is September 19th. My name is CR. Side of the Matheson family farm. Geiles Mikrofon, Digga. In Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Ach, fuck me. Als ob ich da nicht durch könnte. Dann nehme ich den normalen Weg. Ist auch in Ordnung. Okay, Charlie's verschwinden. In die Farm. Rose, wir gehen heute Nacht in den Keller. Nein, wir gehen nicht in den Keller. Mann, das muss ich da auch hin. Um dort wieder Verstecken zu spielen. Vater wird bis zum Morgen nicht von Red Deer zurückkehren und Norm meint. Wer ist Norm, Alter? Norm Normal. Er hätte eine Laterne gefunden, mit der er uns nach Einbruch der Dunkelheit dorthin bringen kann. Wenn wir uns alle nach dem heutigen Abendessen an der Kapelle treffen. Ich weiß, du hast den ranzigen Geruch von Benzin da unten, aber das wird lustig, ich verspreche es. Welche Kinder gehen nachts in irgendwelche Keller? Seriously? Was habt ihr immer für komische Kinder? Du hast keine Taschenlampe. Was? Und ich gehe nachts hier auf Entdeckungstour? Was ist mit mir? Ja, Spiel ist gut. Ich habe keine Taschenlampe. Kein Grund, es reinzureiben, ja? Alright. Gucken mal. So, an der Kapelle haben sie sich getroffen. Eventuell... Habe ich da ja noch eine Spur? Ah, Charlie hat das gemalt. Alle seine Freunde sind mit ihm im Pizzaofen verschwunden. Dem Erinnerungsalbum. Wieso? Mache ich mir da so ein kleines Sammelalbum von? Mit irgendwelchen verstörenden Kinderzeichnungen? Ich weiß ja nicht. Komisches Hobby. Kapelle, warte mal. Das ist ein Silo. Wo soll das sein? Boah, ich habe schon beim ersten Mal irgendwie hier Wegfindungsstörungen gehabt. Ich sag's euch. Kann ich einfach rumgehen?
ob es nicht irgendeinen Weg... Nee, hier gibt es wirklich keinen Weg hinein. Ich muss von da drinnen irgendwie was finden. Vielleicht komme ich da weiter, wo dieser... Das sieht aus halt wie so ein Seilzug oder sowas. Nee, hier geht's nicht weiter. Kann ich mich doch bestimmt durchglitschen. Nee, so soll das nicht sein. Ich muss bestimmt das hier irgendwie hochziehen. Ach, da oben. Ah, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Moment. Da. Yeah. Thank you. Manchmal ist man einfach blind. Tot. Wäre cool. Also ich würde es... Also, seriously. Generator hat keinen Treibstoff. Treibstoff. Jeglicher Weizengerste muss einem unterirdischen Keller zur Kaltlagerung. Oh Gott, Alter. Entschuldigung, bin betrunken. Kaltlagerung gebracht werden. Weizen kann abhängig von der Feuchtigkeit bis 9 Monate gelagert werden. Michi! Noch ein Weizen! Oh, hi. Oh, no. War nicht von irgendeiner Kapelle die Rede? Oh! Das bin nur ich, ne? Beweg dich ja nicht, Alter. Du willst nicht, dass ich schreie. Ich bin laut. Ach du Scheiße. Okay, kommt man zur Mühle? Zur Mühle kommt man nicht. Oh nein. Oh, ich hasse das. Oh, ich will das nicht. Ach du Scheiße. Was habe ich gemacht? Ach, Licht an. Okay. Oh, und hier habt ihr Verstecke gespielt, ihr Psychopathen, Alter. Ich habe keine Taschenlampe. Dankeschön. Oh, fuck my life. What? Oh, kann ich jetzt hier einfach raus? Was denn? Oh mein Gott, irgendwas. Oh! Da kommt wer! Habt ihr es gesehen? Der hat sich hinter dem Felsen versteckt. Oh, Alter, das war's noch nicht. Du musstest da irgendwie mehr reingehen oder so. Oder speedrun ich das gerade? Ich hab ja Benzin. Kann ich das hier einfüllen? Das war hier eben doch noch nicht offen, oder? Dankeschön. Irgendwen verbuddelt? Knarz.mp4, die Soundbibliothek. Hast du alles runtergeladen, ja? What? Ey, das war da unten viel länger. Ich glaube, weil ich mich verirrt habe. Und jetzt habe ich instant den Weg gefunden, aber das war doch der gleiche. Da waren noch mehr Wege offen, oder? Aber ich... I don't know. Ich muss da gleich nochmal rein, bestimmt. Oh. Hintere Reihe, Georgian, bla 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 bla. Ja, Wayne, Alter. Wayne eigentlich. Mich offensichtlich, weil ich bin ja hier, um die irgendwie zu finden oder so. Also, oder Überreste oder whatever. Frage, die ich mir jetzt stelle. Oh, da hinten ist noch ein Haus. Oh, Torschlüssel. Für... Was für ein Tor eigentlich? Hier ist ein Friedhof. Für die ganze Family oder was? Oh Mann. Okay, wahrscheinlich muss ich da wieder raus. Ach so. Ah, ich kapiere. Ich muss hier wieder rum. Nach vorne komme ich dann da rein. Ich dachte, also ich kann mich erinnern, dass ich da durch die Mine gesteuert bin.
Ist aber gut gemacht. Es wird immer später. Also etappenweise. Wenn du in den Häusern verschwunden bist. Ist schon nice. Es sieht halt auch einfach krass aus mittlerweile, das Game. Man hat halt zum Glück ja ein bisschen Referenzen reingebaut hier. Das ist awesome. Was zum? Oh mein Gott, da ist es! Ich muss da hinten hin! Es darf mich nicht kriegen, oder? Warum sollte es mich kriegen wollen? Charlie! Oh, ich will nicht. Also offensichtlich habe ich diesen Minenpart irgendwie übersprungen. Oder muss ich da gleich nochmal rein? Weil es ist nicht schlimm, weil diese Farm hier ist wirklich, glaube ich, das Gruseligste im ganzen Spiel. Auch jetzt noch. Ich strebe nach Erlösung für mich und meine Familie von diesem Dämon, der unser Leben zur Hölle macht. Ich habe den Zorn des Teufels auf meine Familie gezogen, habe seine Ankunft darauf beschworen. Wie konnte ich nur so töricht sein, so etwas Böses zu manifestieren? Dann möge das Feuer unsere Seele reinigen, ja. Oh mein Gott! Fuck me. Oh, die Spielzeuge. Ja, das nehme ich auch mit. Ich räubere einfach die ganze Kirche hier aus. Was soll der Geiz? Ach, das hier ist die Kapelle. Oh mein Gott, what? Komm her, ich box dich. Du halber Hahn, Alter. Oh shit! Der mir stolz seine Brust präsentiert, seine halb vergammelte. Was zum. Wo komme ich denn da hin? Wie soll ich denn da weg? Okay, gib mir all das und noch viel mehr. Gib mir das hier auch noch mit. Ich hätte wieder hier raus. Oh, ich kann hier lang. Ah. Das ist dämlich. Oh, scheiße, er kommt. Und hat ein ganzes Orchester mitgebracht. Ja, ja. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, Alter, der kommt wirklich, ne? Ja, nee, ich kann jetzt nicht. Das kann ich auch mitnehmen. Ich werde doch verfolgt, oder nicht? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr verfolgt. Vater zwingt uns heute Nacht zu beten. Es wird nicht helfen. Nein, wird nicht, Alter. Nicht gegen die Schwellbrust. Er lässt sich und ich wette, Patty und Walt sind von diesem heruntergekommenen alten Ort davongelaufen. Und ich werfe ihnen das kein bisschen vor. Oma und Rose bestehen auf ihre hanebüchene Geschichte, dass sie von einem seltsamen Mann mitgenommen wurden. Hanebüchen ist doch so ein geiles Wort, Alter. Hanebüchen passt zu euch. Ihr seid alle Hanebüchen. Franziska. Liebe Frieda, mein Herz immer noch zerreißt, dass deine Kinder verschwunden sind. Fürchte ich um deine Gesundheit. Ich wollte aber nochmal fragen, ob du mir die 20 Euro trotzdem zurückgeben kannst. Du darfst dich nicht mit diesen schrecklichen Geschichten aus deiner Jugend belassen. Oh, na dann, wenn das so ist, ich dachte, ich muss mich damit belassen. Du weißt genauso gut wie ich, dass dies alles nur erfundene Geschichten sind, durch die wir uns gut benehmen sollten. Wenn Mama doch nur gewusst hätte, was diese albernen Legenden dir antun würden. Jedoch kann ich mich an den von dir genannten nicht erinnern. Hast du in Mamas Buch, ihn aus Mamas Buch, hast du, das du mitgenommen hast? Ich wünschte, ich wäre in diesen schweren Zeiten bei dir und würde meine Tage nicht dir alleine fristen. Ich wünsche dir alles Gute von der anderen Seite des Ozeans aus. Ja, mach dich rüber, Alter. Komm! Bisschen in den See gestochen und das Schwesterherz sie tröstet. Was soll? I don't fucking know wohin!
bin ich gestolpert? Liegt da eine Banane? Das sollte, ne? Das war... Bin ich tot? Da steht nicht irgendwie Game Over oder so. Oder ich bin gestorben oder nochmal versuchen. Button Tape, Alter. Und das? Das ist Bonus, oder? Weil das, diesen Hof, da kannte ich jetzt schon. Boah, bestimmt, ja. Was zum... Das ist das Anfangshaus. Sehe ich ihn? Da ist er. Jetzt muss ich verstecken. Nein, das kenne ich auch. Das war Kate, oder? War das... Sollte das Kate sein? I don't know. Ich hätte mich irgendwie vielleicht im... im Dings verstecken sollen oder so. Oh, es ist Nacht. Nee, nicht ganz. Nee, es ist nicht. Es ist Scheiß. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob das noch länger gegangen wäre. Ich kann mich noch an eine Sequenz, aber das war eigentlich eher am Anfang erinnern, wo man alle Fenster und so schließen musste. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das da hinaus drauflaufen lauten sollte. Das Haus musste weg. Es kann mich nicht mehr retten. Ja, verkaufst und machst wie alle braven Bürger hier. Zieh näher ans Gebirge. Was auf Slenderman hat halt Füße, ne? Der kommt auch hinterher. Hier hoch? Ich weiß gar nicht. Wo jetzt denn hin, Mama? Och, unsichtbare Wände über unsichtbare Wände. Okay, ich bin irgendwie auf falschem Pfade. Okay, ich bin auf irgendeinem Pfade. Ich komme hierher, oder? Bin ich hierher? Ich glaube schon. Damn, wo ist denn der Weg? Warte. Ich kam hier hoch. Ja, es geht ja offensichtlich hier lang, aber da geht's doch wieder zurück, oder nicht? Ach nee, oh, okay, gut. Da war noch ein Felsen dazwischen. Historic Coleman Mines. Ja, ey, das ist hier eine Abenteuerrundfahrt, ich sag's euch. Au! Oh. Was haben wir hier? Lootbox? Explodiert das? Nee. Meet me in the, by the street in an hour. Ich habe eine Liste mit Dingen hinterlassen, die du brauchst. Lass alles zurück. Ich erkläre. Ja, willst du, dass ich meine Taschenlampe hier hinlege? Nope! Nope, bitte, nope, bitte, nope, bitte, nope. Nope, bitte, nope, bitte, nope, nope, nope. Okay. Was muss ich hier jetzt machen? Was ganz Neues wäre auf jeden Fall. Mal wieder so ein paar Generatoren anmachen, oder? Es tut mir so leid, es tut mir alles so leid. Es ist nicht dein Fehler, ich war's. Ja, genau. Wenn du dies liest, wird es für dich schon zu spät sein. Lass ihn in keine weiteren Leben hinein. Das war alles mein Fehler, ich kann nicht... Dies kann mit dir enden. Ich habe ihn reingelassen. Warum habe ich ihn reingelassen? Tut mir so leid, dir diese Bürde aufzuerlegen, Alter. Der Staubsaugerverkäufer hat ihn besucht. Komplett am Ende, die Person. Jetzt hat sie den Dyson gekauft. Für 350 Euro. Das hat ein herbes Loch in die Familienkasse gespült. Oh boy. Spülen müsste ich vielleicht auch mal diesen Wald. Weil es kokelt. Wie Slendermans Face. Sollte ich mich umdrehen? Ja. Ja, ich sollte mich umdrehen. Oh! Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie das hier funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob ich sterben kann, ob ich sterben soll. Scheiße, ich dachte nicht ganz Blutwurf. Nein, ich soll da nicht rüber. Okay, dann gehe ich hier hoch. Hier lang. Oh, lol.
Oh Gott, Alter! Let's go! Ah, fuck! Geht's denn hier weiter? Oh, hier brennt nichts mehr. Doch da. Die fallen um. Das war so arschklar. Damn, ich muss ganz woanders lang. Da ist er rumgefahren. Noch hat er mich nicht. Hier längs. Hieran kann ich mich bei dabei auch nicht erinnern. Die fallen um. Nee? Oh, da kann ich aber auch nicht lang. Der Türsteher. Lass mich nicht hinein. Dankeschön. Ich denke mal, der Turm ist es. Oh, das war knapp. Die fallen um. Ey, ihr enttäuscht mich, Junge. Was macht ihr? Werdet ihr nicht gut genug bezahlt, oder was? Zum Glück verliere ich keine Ausdauer. Ich drehe mich nicht um, Alter. Auf gar keinen Fall. Thank you. Meine Batterie lässt nach. Oh Gott. Öffentliches Notfallwarnsystem. Sollte ich das auslösen? Das sind ja immer so... Ach, du liebe Zeit. Das sind ja immer so Hinweise für meine To-Dos. Solange nicht mich Charlie... Oh, was ist hier? Ein Schlüssel. Nicht Charlie wieder hinter mir herläuft und mich anrülpst. Cool. Eieiei, warum brennt es denn hier auch? Ich sehe nichts! Geräusche von Anstrengung. Auch in sehr guter Art und Weise, meine Videos zu beschreiben. Dankeschön. Diggi, meine Ohren. Was? Was? Oh! Och du Scheiße! Autsch, Charlie! Oh, ich weiß nicht wohin! Jetzt in seine Fresse kicken! Alles klar, gut. Wie kann ich den weglocken? Ich sehe nichts. Warte. Gib mir irgendeinen Schlagbohrer und das Ding ist gegessen. Warte mal, gib mir irgendwas Sinnvolles. Warte mal hier. Nee, das will ich nicht. Der Typ kommt immer wieder bei mir zu Hause vorbei und fragt nach meinem Sohn. Ich sag mir jedes Mal, dass er verschwinden soll. Er wird immer verzweifelter. Ich sehe ihn noch immer. Ich suche immer nach ihm. Es kann aber nicht sein. Ich weiß, dass es nicht sein kann, aber es scheint so real. Überall, wo ich hingehe, höre ich seine Stimme. Boah, ist das creepy. Ich weiß nur nicht... Was soll ich machen? Ich kann da nicht hin. Er tötet mich. Ich muss irgendwas einsammeln hier. Och, Junge. Nee. Kann ich hier durch? Ach, ich kann hier durch. Ah. Kate, das ist ziemlich aufregend, das ganze Mysterium. Der verschollene Junge, Sichtung, Brandstiftung. Ich bin froh, dass ich dieses Abenteuer mit dir gemeinsam erleben durfte.
Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe Mitleid mit Herrn Matheson. Er hat so viel verloren. Ja, alle seine Kinder, ha? Ich wünschte, er hätte mich hereingelassen, damit ich ihm helfen kann, wie du auch mir hilfst. Ach, ich weiß halt immer nicht, wer hier... Also, wie das alles connected ist, so. Ja, über CR wahrscheinlich. Ist gut, ich bring dir ein Taschentuch. Wo bist du denn? Missy? Was macht denn der? Bindet der mir eine Krawatte oder was? Oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Ey, die Verwirrung ist so verwirrt bei dem Spiel. Ich find's witzig, macht übelst Spaß. Alright. Hä? Das war's? Was? No way. What? Ey, diese Szene gerade war mordsgruselig. Zumindest im ersten Moment. Warte. Wirklich jetzt? Das ist the most random Ende ever. Ich versuche mich nicht an Hardcore, Alter. Warte, Kapitelauswahl. Jo, ich hab alles gespielt. Albtraum. Erweiterte Kapitel, Albtraum. Warte, da klicke ich jetzt nochmal, dann mach ich, da gucke ich mal jetzt nochmal. Wo ist das? Habe ich die Sachen einfach zu schnell gelöst? Ich dachte, ich habe hier mindestens noch anderthalb Stunden Content. Oh, warte, das... Kenne ich das? Ob das kenne ich noch nicht. Ist das das mit den Fenstern? Oh, shit. Moin. Nein, ich habe keine Chicken Nuggets im Ofen. Kannst bitte gehen. Oh, shit. Wow. Einsammeln. Ich bin jetzt im Traum, ne? What? Das ist 100 pro neu. Das habe ich zumindest in dieser Runde nicht... in diesem Durchgang noch nicht gespielt. Oh, dankeschön. Du benötigst einen Schlüssel. Was soll der Geiz, ne? Hier sind ein bisschen... Hier sind ein paar Spielzeuge auf den Betten verteilt. Oh. Nicht nur Spielzeuge verteilt. Ja. Verstehe. Wenn ich ein kleiner Schlüssel wäre, wo wäre ich dann? Und wie gelange ich in Seths Hände? Ach so. Guck an. Ja, ist ja alles prinzipiell mehr oder weniger so ein Walking Simulator, aber das ist ja klar. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich groß Änderungen erwartet, muss ich sagen. Ah, das Brett auf. Ich muss gucken, ob Jumpscares hier versteckt sind. Augenscheinlich nicht, weil ich komme zu spät. Die haben schon die anderen YouTuber heimgesucht. Mann. Immer ein Stück von so einer Holzeisenbahn. Was? Er? Ja, ja, ist klar. Him out. Let him out, oder was? Uff. Toxikologiebericht. Eine nicht identifizierte, faserige, schwarze Substanz wurde im Blut des Patienten entdeckt. Wir werden mehrere Proben davon ein externes Labor zwecks einer Analyse schicken. Oh, und was kam dabei raus? Das will ich jetzt aber wissen. Wenn Wissenschaft und Horror-Games sich connecten, da bin ich am Start. Verzeih? Ich wollte deine Ruhe nicht stören. Chill mal da. Komm, ich will ein neues Dokument finden. Was ist es? Was ist es? Wo ist es? Wann? Wieso? Und warum habe ich es noch nicht? Oh, hier.
gehen zurzeit berichten über seltsame Vorkommnisse im Keller und alten Untersuchungsräumen für Patienten der Anlage. Seien Sie unbesorgt, für uns steht die Sicherheit und das Wohlergehen stets an erster Stelle. Oh nein. Ich soll nicht in den Keller, aber da genau da muss ich hin. Bestimmt. Das haben sie mir jetzt schön schmackhaft gemacht. Damn. Na gut, let's go. Nehmen wir unseren Mut zusammen hier. Charlie! I am coming for you, my dear. Here I come. Warte mal, Dokumente. Irgendwo? Wer bezahlt hier noch einen Strom eigentlich? Oh, lol. Brian, bitte gib uns nichts auf diesen Unsinn, denn die Verschwörungstheoretiker seit kurzem herumplärren. Es ist wahrscheinlich nur gering vor die Nockesocks. Alter, was ist denn hier los? Das Streiche spielt, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, weil ihre Köpfe so voller Stroh sind, dass es schon überall heraussprießt. Wow, Karen, du machst deinem Namen ja alle Ehre. Oh. Sind alle ein bisschen nervös, ne? Oh. Hab ich eine Taschenlampe? Ich hab einen Scheiß. Ich geh da nicht rein. Ich sehe nichts. Eieiei. Excuse me? Ich sehe halt nichts. Ich hab keine Lampe. Oh. Ich hab eine Lampe, Freunde. Warte mal, kann ich jetzt da vorne auch rein? Hallo! Och, das ist ein Klo. Och, süß. Oh, da hab ich ja viel verpasst. Man. Wo geht's denn jetzt hier in den Keller, sag mal? Wie verwinkelt ist die Scheiße? Wie soll man sich denn hier zurechtfinden, wenn ich mal die Großtante Ingeborg besuchen möchte? Wegen ihrer Hüfte liegt sie hier. Die finde ich nie, Alter. Da muss ich ja 5 Tage frei nehmen. Oh nein, der Keller. Oh Gott, da muss ich hin. Oh, zum Glück. Ich hab's gewusst. Ah, das klar. Nee, ich gehe straight runter. Ach, ich kann nicht. Oh, oh nein. Gibt kein Durchkommen. Ich habe alles probiert, glaubt. Boah. Hier wäre eigentlich ein Ausgang. Ist die Tür jetzt aufgegangen? Was soll denn das immer? Oh! Nice try. Das ist ein guter, der war gut. Ich wollte eigentlich gerade schon sagen, Albtraum ist ein bisschen langweilig. Oh nein, der Horror, Leute. Horror ist in diesem Raum. Augen auf bei der Berufswahl. Blockt, gleich nicht mehr. Gleich springt sie auf, weil ich in irgendeine Richtung geguckt habe, in die richtige. Okay. Der ist ganz außer sich. Dankeschön, ich hab's gewusst. Ich musste erst die Sequenz erleben. Verstehe, wie das hier funktionieren tut. Nice. Betreff Team. Mit schwerem Herzen muss ich Sie alle vom tragischen Verlust und des angelegenen Dings Kollegen Dr. James Anderson in Kenntnis setzen. Wir betrauen sein Ableben, möchten freundlich darum bitten, die Gerüchte über seinen Tod aus Respekt vor Dr. Andersons Andenken und seiner Familie entschweren seine... Hier Datum eintragen. Aber warum muss ich das denn wissen? Wieso? Hallo? Habt ihr irgendwo den Keller gesehen? Ich suche ihn. Oh, lol. Das ist die Empfangshalle. Hier müsste ich doch rauskommen. Aber es ist ein Horrorgame. Also komme ich hier nicht raus.
Stress. Wo sind Monster? Irgendwo sind Monster. Wo? Was ist denn hier los? Was ist denn? Oh shit, okay. Gut, wir gehen den unkonventionellen Weg. Ich sehe schon. Spritzen, Leute. Ja, ja. Du mich auch. Ah, hier haben sie gehaust. Die kleinen Frechdachse. Da sind meine ganzen Medikamente. Da kommt jetzt gleich irgendein Scare. Oder ich fall durch den Boden oder so. Dieser Weg ist zu lang, als dass da nichts passiert. Okay, es kommt von hinten. Hätte ich nicht mit gerechnet. Von hinten ist immer eine Überraschung wert. Wow, wir beide Speedy Gonzales sind hier aber echt durch die Kante. Das ist ja wahnsinnig aufregend. Hm, rechts oder links? Hm. Kommst du? Ach, der hat schon keinen Bock mehr. Verstehe ich. Hab dich. Du bist. Jetzt darf ich nämlich verstecken, ja? So. Pass auf. Ugh. Kitty, sag dem Gärtner Bescheid. Es geht schon wieder los. Oh Gott. Wenn ich dich angucke, bin ich nicht da für ihn, ne? Mist, der hat mich aber schnell gefunden. Hör doch mal auf, so zu atmen hier. Das macht einen ja fertig. Ist das jetzt hier der Keller? Ein einfaches Ja hätte auch gereicht. Alter, das ist auch ein Leichenschauhaus. Haben alle Krankenhäuser so Leichenschubladen im Keller? Ist das so? Weiß ich ja jetzt nicht. Und dann wundert ihr euch, dass da unten komische Dinge passieren? Och, jetzt muss ich den hier irgendwo aus von irgendeinem C graben. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Okay, wo ist der Schlüssel gespawnt, bitte? Oh, da. Danke. Ich glaube, meine Taschenlampe, die ist es, die atmet mich hier voll. Ey, ich kann da wo rein, danke. Ich soll wohl bitten. Wir können das ausfechten. Oh, Alter, bitte kein Labyrinth. Oh Gott, was? Ach, war da Charlie oder was? Ali, ich will jetzt wissen, wo deine Schokoladenfabrik ist. Oh, da ist sie nicht. Charles? Wo kommt der? Digi, was weiß ich denn? Du Scheiße. Sicherheitssperre aufgehoben? Das war jetzt der Keller? Ich habe gar nicht gesehen, was mich umgebracht hat. Ah, ist noch versperrt, warte. Oh nee, die geht auch nicht auf. Grüß dich. Na, wie schwebt sich's? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Oh. Oh, ich sehe nichts. Taschenlampe ist leer. Oh, das ist aber Mist. Ey, die war doch eben noch voll. Du laberst Scheiße. Oh. Oh Gott. Run. Oh, ich würde gerne was sehen. Anstrengend, das Spiel, ne? Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich kann es einfach über mich ergehen lassen. Nicht, dass mir das was ausmachen würde. Finde ich gut, habe ich weniger zu tun, aber... Oh, lol.
Angestellte, bitte sehen Sie davon ab, auf dem Dach, vom Dach runterzuspringen. Aber das sieht so verlockend aus. Oh nö. Ach. Der kommt gleich wieder, warte. Na? Ne? Was? Gemeinheit! Och nein. Oh, ist jetzt offen! Bitte! Yes! Es hört einfach nicht auf! Ich kann nicht weg. Versuch's doch nochmal. Wait, wie jetzt? Wait, fängt das jetzt... Habe ich das verloren? End this. Reinigung. Save your son. Ist eine Cutscene, by the way. Ich glaube, ich sterbe, oder? Boah, keine Ahnung, ey. Also ich muss schon sagen, dass das halt alles, ich meine, es ist ein Psychological Horror Game, das ist schon klar. Aber es ist halt sehr, sehr, ach, sehr, sehr artsy-fartsy so irgendwie. Das ist so, ach, Dinge fliegen rum. Türen knallen auf, irgendwas erschreckt dich, dann passiert irgendwelches krasses übernatürliches Zeug irgendwie. Weiß ich, also ein bisschen weniger davon und ein bisschen mehr Gameplay-Substanz so. Was sich irgendwie bei der Stange hält, weil das Problem, was ich damit habe, immer, ist es, also es ist schön gemacht, es sieht cool aus und Soundeffekte mäßig Hammer. Kann man nicht sagen. Nur rein so von der Story irgendwie oder von dieser Darstellung. Alles ist so unglaublich vage. Es kann irgendwie alles passieren. Und dann hat das irgendwie so alles, was passiert, nicht so eine richtige Bedeutung, weil das ist eh alles Metapher, alles irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Very strange. Und dann diese Cuts zu den Übergängen. Du weißt gar nicht so richtig, wo du bist, wie jetzt was passiert ist oder ob du eigentlich nur träumst oder whatever. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel von solchen Spielen gespielt, weiß ich nicht. Aber ey, die haben nach so vielen Jahren das Spiel einfach geupdatet, so for free für die Leute, die es schon hatten. Finde ich sehr, sehr nice. Hat auf jeden Fall wieder dazu geführt, dass das Leute nochmal spielen und reinschauen. Es gibt neuen Content. Das ganze Game sieht anders aus. Viel, viel besser. Und wer auf sowas steht, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. Dankeschön fürs Zuschauen. Klickt unten auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt. Holt euch Honkai, probiert das mal aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.